Ja, 1984 beginnt das Drama mit den Frauen. Und dann haben wir hier in dem Vorraum der Ausstellung Frauen, Thomas Schütte im Volkwang, Essen, das neue Museum von dem Architekten Chipperfield. Hier, ich nenne es mal Skizzen, das ist überwiegend Keramik, das Zeug ist also auch gebrannt. Skizzen von Ideen von Frauen. Man sieht, die sind nicht unbedingt nach der Natur gemacht, sondern eher so schematisch und dann aber auch koloriert. Da, der Kopf, ist alles dran. Also. Da ist sogar ein Gesicht gemacht. So, und das ist immer das, was hier Frau und Maus, würde ich sagen. Immer das, was dem Gestalter sozusagen aus den Händen kam. Das ist hier eine Abstraktion, das ist ein bisschen Picasso. So, ich gehe mal eben durch, sodass man sieht. Thomas Schütte, Keramikskizzen. Die Vorlauf sind von der Frauenausstellung jetzt hier im Museum Volkwang in Essen. Ich habe hier heute 28. September, das ist eine schöne Abstraktion einer Frau, 2013. So, manches anregender. Manches ganz kurz, teilweise sind das nur diese Tonwürste zusammengewurgelt. Ich komme gleich dahin, wo man das noch besser sehen kann. Hier, das erinnert mich an den Fußboden im Dom von Orvieto. Tja, also hier sieht man jetzt wirklich diese wunderschönen Räume. Beziehungsweise man sieht es gar nicht so, wie es wirkt. Das ist sehr, sehr hervorragend. Die Durchsichtigkeit, die Verbindung der Räume, die Lichtgeschichten. Also das habe ich so, ich will nicht sagen puristisch, aber so überzeugend, lange nirgends gesehen, nirgends gesehen. Meine Güte, was gibt es für Elend im Museumsbau, wenn ich das Museumsforum mir in Berlin überlege. Gottes Willen, so hier sind diese Tonwürste, die sozusagen wie Skizzen sind. Ja. Kopf, Arme, Bein und Körper, so, dann kommt man schon hin. Das ist dann gebrannt und teilweise lasiert mit Farben. Und hier sieht man, dass Thomas Schütte Malerei studiert hat bei Gerhard Richter in Düsseldorf. Thomas Schütte, geboren 1954 in Oldenburg. In Oldenburg, das ist also eine, geradezu ein Strichmännchen. Hier, das Ganze platt gedrückt. Und es ist immer der Gedanke weiblicher Körper. Nicht schematisch, sondern das sieht so ein bisschen aus wie die Nachgeburt eines Salamanders, aber es hat auch alle Zutaten, die dazugehören. So, also hier ist eine Flucht so durch und dann sind das hier drei, vier Schiffe sozusagen, diese Räume. Und nun sind es also diese Figuren. Insgesamt 18 Stück, das beginnt 1999. Ringsherum sind Aquarelle, die das Ganze ein bisschen anbunten. Also Aluminium lackiert. Angeblich wurden diese Figuren auf diesen Tischen gemacht. Die sind durchgängig, geben der ganzen Sache einen Rahmen. Stahltische. Und dann ist es mal Aluminium. Dann ist es teilweise lackiert, teilweise ist es Stahl. Bronze. Immer auf Stahltischen. Tja.
Ja, das bringt jetzt mein Gerät nicht, das ist hochspiegelnd, glänzend. Frauen, das ist das Thema Frauen, Thomas Schütte. Also hier, dann das nächste. So, also das ist im Grunde genommen Fuß, Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß und da die Hand zur Schulter, da sind die Schultern, da ist der Kopf, das ist alles da. Die Proportionen stimmen, das ist auch nicht geschummelt, sondern da sieht man jedes Mal, dass sozusagen sinnvolle Formerfassungen sind, dann wie die Hände hier abstrahiert. Also das sind jetzt Hände. Das ist ein Daumen und ein bisschen wie ein Fingerhandschuh gemacht. Ja, und dann haben wir hier eine Figur, das ist auch lackiert mit so einem metallic-violetten Lack. Und man sieht, das ist platt gedrückt. Das ist garantiert auch mal ausprobiert worden und gibt der Sache etwas Besonderes zum Thema Frau. Es sind, wie gesagt, 18 Frauen. Diese, das ist wiederum hier von meinem meiner Aufnahmetechnik nicht zu bringen. Das ist also knallhart hochglänzend, hat extreme Lichter. So, jetzt hier nochmal was in Schwarz. Da hat man dann auch hier solche Tuschblätter dazu. Figuren. Thomas Schütte. Frauen. 18 solcher großformatiger Frauen auf Stahltischen als Objekte. In dem Chipperfield Museum in Essen. Ich gehe jetzt mal hier sozusagen an die Rückwand. Ich zeige mal die Flucht des Saales. Hier haben wir kein Tageslicht, sondern bestenfalls gemischtes Tageslicht mit gleichmäßig verteilten Strahlern. Es ist hervorragend hell genug, dass man was sehen kann. Nicht so extrem dunkelkammermäßig. So, jetzt geht die Figur im Vordergrund aber verloren. Da muss ich doch noch mal ein bisschen was Silhouettenmäßiges finden. Dieses hier ist Aluminium lackiert, also schwarz wie Porzellan lackiert. Frau Nummer 6, die heißen alle nur Frau und haben eine Nummer aus dem Jahre 2006. Hier ist also die Wirbelsäule zu sehen, hier hinten. Dann ist das ein Teil des Gesäßes, ein Fuß. So, gut. Frauen, der hat sich also überhaupt nicht stilisierend oder ästhetisierend an irgendeine Regel gehalten, sondern jede Figur hat ihr eigenes Gesetz. Dieses ist hier mehr so eine Dali-verschwommene Fließfigur, die hier vom Tisch fließt. Und dann mit einem Werkzeug geformt sozusagen. Das ist dann die Mischung zwischen Handarbeit und Maschinenformgebung. Hier habe ich diese Figuren. Ich finde das wirklich sehr gewählt und schön aufgemacht. Also dass hier auch diese von den Farben der Figuren, die hellen, dann wieder die braunen, und das ist alles irgendwie vom Durchgang her auch mit Abwechslung und lustig gemacht. Dieses hier ist zum Beispiel von der Form her auch wirklich verstanden. Das ist also nicht irgendwie hingeschummelt oder so. Also bei der Beschreibung da vorne steht einer der bedeutendsten Bildhauer unserer Tage.
naja, was ist das für ein Superlativ, aber jedenfalls ist es wirklich sehenswert. Also auch von der Art und Weise, wie es gemacht ist, das sind ja vorgeformte und dann abgegossene Figuren. Ich konnte jetzt nicht erfahren, ob das verlorene Formen sind. Hier ist zum Beispiel ein Aquarell. Und das ist von der Art, wie es vorgezeichnet und dann ausgeführt ist, wirklich souverän. Also ich spreche jetzt hier nicht von solchen Kriterien wie schön oder sonst was. Gut. Ein weiteres Kirchenschiff hier im Chipperfield Museum in Essen. Und hier die Figuren von Thomas Schütte. Dieses hier ist sozusagen ein Torso, da sind die Schultern, der Kopf ist ausgeschnitten, dann ist hier Brust und dann liegt hier oben drauf verkehrt herum ein übergroßer Kopf. Hier sind dann die Oberschenkel auch abgeschnitten und hier ist das, was den Künstler auch besonders interessierte, sozusagen Vulva. Ich finde auch die Art, wie sie es beleuchten, eigentlich anständig. Also dieses hier muss nicht sein unbedingt, das hat so einen postmodernen Touch. Also hier Mund und ja, Auge oder man kann auch sagen ausgeschlagenes Auge. Das hat hier, das ist ein bisschen manieriert. Der nächste bitte. Das ist, diese haben alle etwas postmoderne kleine Attitüden, dieses Stäbchen da im Haar. Obwohl ich mich mit Material auskenne, muss ich erst auf dem Schild lesen, dass das nun Stahl ist. Stahl auf Stahltisch. Und dann ist hier so eine Applikation. Da könnte man vielleicht vermuten, dass man das austauschen könnte, was die Figur nicht besser oder schlechter machen würde. Dieses hier ist sozusagen eine unbearbeitete Rohfassung aus Aluminium. Alle, die wissen wollen, wie Aluminium aussieht. Wussten Sie das, Aluminium? Ja, sehen Sie? Ja, unbearbeitet steht aber ja, genau. Und deswegen sieht es wahrscheinlich so anders aus, als man es sich vorstellt. Aluminium mit Griff. Mit Griff. Das ist ja gut, eine Frau mit Griff. Aber sagen Sie mal jetzt im Ernst, wenn man mit ein bisschen Liebe rangeht, auch dieses ist doch eigentlich als Formgebung überzeugend, ne? Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, passen Sie auf, nehmen Sie mal Hammer und Meißel und eine Säge und machen Sie mal ein bisschen besser, da könnte dann man... könnte man es erkennen. Nee, aber könnte man nicht viel dran machen. Das ist so perfekt, ne? Finde ich auch. Ja, ist klar. Wenn alle Lehmbruck jetzt nachmachen würden, was wäre das? Was wäre das? Ja, ja, klar. Das hat man schon. Man muss ja mal was versuchen. Sie meinen, nachdem die Frauenbewegung jetzt alle Varianten durchprobiert haben. Machen es die Künstler auch. Machen sie es selber, ne? So, das ist also hier wieder so ein lackiertes Aluminiumteil. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Also wenn er sich beim Deutschen Künstlerbund bewerben müsste und müsste eine Figur einreichen, er würde die senden, dann würden sie ihn vermutlich ausjurieren. So, das hat hier was von Picasso abgekriegt. Und das ist patiniert. Ich vermute mal, dass das Bronze ist. Es ist immer das Thema Frau. Es sind immer Frauen. Und dann hier nochmal was Persönliches. Ausdruck. Es wäre ja zu blöde, wenn ein solcher Gestalter nicht alles, was er gesehen hat, mit hineintäte. Man kann ja keinen Barlach oder gar nichts vergessen, wenn man heute irgendwas macht.